Es geht so weit, dass alle Teilnehmer, die vier Teilnehmer des Open Hearing, ein kurzes Statement abgeben können über ihre Position. Und anschließend werden wir die Diskussion öffnen, wo Sie dann Ihre Fragen einbringen können. Und dem möchte ich jetzt Herrn Blättler das Wort übergeben. Sie können noch den Kopf drücken. Sie können, genau, Herr Dumm. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe etwas weniger Zeit, nur 3 Minuten ist uns gegeben, um der Ausgeglichenheit willen, nur weil Sie das nicht erwähnt haben, erlaube ich mir das zu erwähnen. Also es muss noch kürzer werden für 3 Minuten und dann habe ich mir einen etwas anderen Ansatz gewählt. Ja, meine Damen und Herren, nein zum Überwachungsstaat, ja zu den Grundrechten. Mit diesem und anderen Aussagen wie wir brauchen keinen Schnüffelstaat, übrigens eine bekannte Aussage, und Trojaner seien Diktatorenwerkzeuge, wirbt eine Petition gegen die Revision des BÜGF. Ich kann mir auch einer der Erstunterzeichner, der hier anwesende Herr Blättli, auch als Strafverfolger diese Aussagen vollumfänglich unterschreiben. Nur, es gibt indessen ein großes und entscheidendes Aber. Diese Informationen erwecken unzweideutig den Eindruck, es gehe bei der Revision des BÜGF um eine Überwachung aller Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes, mithin um präventive Schnüffelei. Unweigerlich ist man heute an die neueste Entwicklung, Herr Rohner hat schon darauf hingewiesen, in den USA, bei mir unter dem Stichwort Edward Snowden, erinnert. Und das, meine Damen und Herren, ist falsch. Vielmehr geht es ausschließlich um die Überwachung im Rahmen von Strafverfahren. Zuerst darf ich Ihnen die gerne vergessenen Voraussetzungen für die Anordnung einer Überwachung in Erinnerung rufen. Kumulativ sind 3 Bedingungen zu erfüllen, dies gemäß dem geltenden Artikel 379 der Strafprozessordnung. Erstens ein bestehender, dringender, ich betone dringender, Verdacht einer Straftat, einer sogenannten Katalogstraftat gemäß Absatz 2. Also nochmals, keine präventive Überwachung. Zweitens, die Schwere der Straftat muss die Überwachung rechtfertigen. Also, Ladendiebstahl und andere Kleinkriminalität wie Sachbeschädigung entfallen. Die Swicko behauptet in einer von ihr von den Medien aufgenommenen Mitteilung das Gegenteil. Das ist aus meiner Sicht absurd und grenzt an Deformation. Vielleicht lerne ich heute noch dazu und nehme dann meine Aussagen zurück. Ich glaube kaum. Es geht vielmehr wirklich zum Beispiel um organisierte Kriminalität, Menschenhandel, schweren Betäubungsmittelhandel, Entführung, Geiselnahmen, aber auch, um zum Diebstahl zurückzukehren, um professionelle Diebesbanden. Dritte Voraussetzung gemäß Artikel 269 StPO ist, dass die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismäßig erschwert würden. Mit diesen 3 Elementen beziehungsweise Voraussetzungen ist auch die Verhältnismäßigkeit des Eingriffes gewahrt. Hinzu kommt, dass eine solche Überwachung nicht durch aus Sicht der Gegner vielfach weltgewordene Strafverfolger oder Polizeibeamte angeordnet werden kann. Ein unabhängiger Richter, das sogenannte Zwangsmaßnahmengericht, muss den Eingriff genehmigen. Zusätzlich kann die betroffene Person nachträglich, in diesem Sinne des Rechtsschutzes, Beschwerde gegen die Überwachung erheben, mit der Begründung, die Maßnahme sei unverhältnismäßig. Dies würde dann zu einer Unverwertbarkeit der erhobenen Erkenntnisse führen. Diese Regel gilt schon heute so. Es ist mir und meinen Kollegen aus den anderen Kantonen praktisch kein Fall bekannt, wo dies schon zu einer solchen Unverwertbarkeit führte. Und ein vorläufig innerhalb der 3 Minuten letzter Punkt. Hugo Lötscher sagte, der Dichter, im Moment, da Definitives niedergeschrieben wird, ist die Realität, die angesprochen wird, bereits daran, sich zu verändern. Unweigerlich hinkt alles Recht und alles Gesetz der Welt hinterher.
Ende Zitat. Das gilt auch für die Überwachungen. Die technische Entwicklung in den letzten Jahren im Bereich der Kommunikation war rasant. Wir sind heute nicht in der Lage, verschlüsselte Kommunikation im Internetbereich wie Skype und WhatsApp zu überwachen. Es kommt nicht selten vor, dass überwachte Tatverdächtige über die normale Telefonie Kontakt aufnehmen, um sich also gleich eines verschlüsselten Informationsträgers zu bedienen. Mit dem Einsatz von Govware würde dies möglich. Der Einsatz von Trojanern ist dem Grundsatz nach keine Erweiterung, sondern lediglich eine Verbesserung. Internetbasierte Telefonie muss doch in jedem Fall gleich behandelt werden können wie Telefonie über das normale Telefonnetz. Was die Revision des BÜV betrifft, hat zusammenfassend eindeutig der Gesetzgeber die Verantwortung, dass im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der technischen Entwicklung Rechnung getragen wird. Ich danke. Besten Dank. Dann bleibt es. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mich jetzt wirklich auch kurz fassen, weil vor allem Staatsanwalt Brunner das Wesentliche nicht nur aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden der Staatsanwaltschaft gesagt hat, sondern natürlich auch aus Sicht der Polizei. Wir haben einen großen, mehrere Quantensprünge im Bereich der technologischen Entwicklung hinter uns. Und diese Möglichkeiten, die uns im Alltag so dienlich sind, werden natürlich auch von Straftätern benutzt. Und selbstverständlich sollte es nicht möglich sein, dass dank der technologischen Fortschritte ein Freiraum für Straftäter, und zwar für diejenigen, die unter den Deliktskatalog, den Herr Brunner bereits erwähnt hat, fallen, ein Freiraum geschaffen wird, dass sie den nutzen können. Ich denke, moderne neue Techniken dürfen die Begehung von Straftaten nicht einfach erleichtern, respektive die Aufdeckung von Straftaten total verhindern. Und deshalb brauchen wir auch die nötigen gesetzlichen Grundlagen, um den Zustand beibehalten zu können, den der Gesetzgeber eigentlich schon anvisiert hat, also das jetzt gültige Gesetz, das BÜV geschaffen hat. Und deshalb muss die Überwachung des Fernmeldeverkehrs in Gottes Namen an die technische Entwicklung von heute angepasst werden. Es stimmt in der Tat, das ist heute landläufig der Fall, wenn Sie jemanden überwachen im Rahmen einer angeordneten, vom Richter genehmigten Telefonüberwachung, beispielsweise wenn es um mehrere große Mengen Kilos von Drogen geht, heißt es einfach, wir treffen um fast keinen. Und dann ist die Behörde selbstverständlich außen vor. Also das müssen Sie sich bewusst sein. Deshalb habe ich persönlich Mühe, wenn man dann sagt, wenn wir Government-Software einsetzen, dann muss dann die Anforderung nochmals strenger sein. Es gibt keinen Grund, nur weil es ein entschlüsseltes Programm braucht, weil heute die moderne Telefonie eben auf verschlüsselten Programmen basiert, dass wir noch einmal den Deliktskatalog einschränken. Dem ist insofern einfach nicht nachzukommen, weil es keinen Grund gibt. Die Kommunikation, der Inhalt, die transportierte Information ist ja letztlich dieselbe. Was die Aufbewahrungsfristen der Randdaten betrifft, möchte ich bestätigen, dass 6 Monate nicht reichen. Wir müssen effektiv viel weiter in der Zeit zurückgehen. Es kommt häufig vor, die Erfahrungen zeigen dies, dass bei Anordnung der Überwachung im Zusammenhang mit einem schweren Delikt, zum Beispiel bei Tötungsdelikten, wo dann endlich nach mühsamen Ermittlungsansätzen auf eine mögliche Täterschaft geschlossen werden kann, die zu beziehenden Randdaten gar nicht mehr vorhanden sind, weil dann schon gelöscht. Das erschwert dann letztlich die Beweisführung zum Teil erheblich. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung, die ist bis jetzt nicht gefallen, das betrifft die Kosten. Ursprünglich hat ja der Bundesrat vorgesehen, auch die Kosten den Telekommunikationsanbietern zu überbürden, das ist jetzt weggefallen. Ich erinnere Sie daran, dass eine durchschnittliche Überwachung einer Mobilkommunikation 8.500 Franken kostet. Und wenn wir dann noch ausländische Provider mit einbeziehen müssen, weil es einen Auslandansatz hat, dann bezahlt man im Schnitt über 25.000 Franken für eine Überwachung. Und man muss sich wirklich überlegen, warum der Steuerzahler dies tun soll, wenn zum Beispiel bei anderen Anfragen, Banken zum Beispiel, es selbstverständlich ist, dass die Bank die Kosten selber trägt, das ist ja letztlich das Unternehmensrisiko, das sind wir der Meinung, ist nicht unbedingt von den öffentlichen Strafverfolgungsbehörden, von der öffentlichen Hand zu bezahlen. Das sind eine riesige Budgetpositionen, die wir hier wiederum den privaten Anbietern zurückschicken. Also, zusammenfassend, das vorrangige Ziel der Revision des BÜV besteht darin, die Überwachung jener Personen zu ermöglichen, gegen die ein dringender Verdacht auf
Begehung einer schweren Straftat besteht. Es geht also um das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, vor strafbaren Handlungen geschützt zu werden. Und ich denke, das Gesetz jetzt an die technische Entwicklung der letzten Jahre anzupassen, ist ein Gebot der Stunde und der Notwendigkeit. In diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Besten Dank für die Ausführungen. Wir haben nun die Behördenseite gehört. Als nächstes möchte ich bitten, Christa Hoffmann vom Verband SWICO eine Stellungnahme bekannt zu geben. Was denkt die SWICO dazu, zu diesem neuen Gesetzentwurf? Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dieser BIP-Revision sollen die gesetzlichen Möglichkeiten der Ermittlung und der Überwachung allgemein massiv erweitert werden. Wir möchten vorausschicken, dass wir uns nicht generell gegen eine Revision des aktuellen BIP aussprechen. Jedoch ist die hier zur Diskussion stehende Gesetzesvorlage dazu schlicht untauglich und überzogen. Unsere Ablehnung gründet vor allem in folgenden vier Bereichen. Erstens die Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung. Zweitens das Ausmaß des Straftatenkatalogs. Und drittens die Missbrauchsgefahr in der Anwendung von Staatstrojanern. Viertens die unverhältnismäßige Ausweitung des Geltungsbereiches des BIP. Zu Punkt 1. Die Verdoppelung der Vorratsdatenspeicherung von 6 auf 12 Monate. Allgemein gesagt dient die Vorratsdatenspeicherung der Speicherung aller verfügbaren Daten für den Fall, dass irgendwelche davon irgendeinmal für eine Strafverfolgung wichtig werden könnten. Die Verlängerung wird unter anderem damit begründet, dass die 6-monatige Frist meist bereits ganz oder größtenteils abgelaufen sei, wenn die Behörden in der Lage seien, eine Überwachung erst anzuordnen. Falls damit eine Unterdotierung der Strafverfolgungsbehörden gemeint ist, braucht es dazu eine Änderung des Bundesgerichtsgesetzes oder eines kantonalen Gerichtsorganisationsgesetzes, nicht aber des BÜPF. Daraus stellt sich nun die Frage, was nutzt die Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung auf ein Jahr eigentlich? Dazu drei Beispiele. Es gibt ein Gutachten des Max-Planck-Instituts mit dem Titel Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung. Und dieses hat gezeigt, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht mal bei Enkeltrickbetrug zu einer höheren Aufklärungsquote führt. Ein weiteres Beispiel: In Dänemark ist die Vorratsdatenspeicherung von 12 Monaten schon seit 5 Jahren gesetzlich verankert. Gemäß einem aktuellen Bericht des Justizministeriums wird in der Praxis jedoch so viel wie gar nicht auf die Vorratsdatenspeicherung zurückgegriffen, dass sich herausgestellt hat, dass sich daraus kaum ein zusätzlicher Nutzen ziehen lasse. Und als drittes Beispiel: Letzte Woche hat der Verband der Schweizer KMU Internet Provider, die Swinog Federation, eine Statistik betreffend das Jahr 2012 veröffentlicht. Diese Statistik zeigt, dass bereits weniger als 3 Monate nach der Datenspeicherung schon mehr als 80% der Abfragen historischer Fernmeldedaten, IP-Adressen, erfolgt sind. Weitere Abfragen gibt es da nur noch sporadisch. Schon diese Beispiele belegen, dass eine Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung sinn- und nutzlos ist. Zu Punkt 2. Der Katalog der Straftaten, bei denen der Einsatz von Staatstrojanern erlaubt würde, geht viel zu weit. Sogar Sachbeschädigung oder Diebstahl würden darunter fallen. Und der Verdacht, der bloße Verdacht, der reicht aus für die Überwachung. Also wenn beispielsweise Ihr Enkel verdächtigt wird, ein Smartphone entwendet zu haben, allein dieser würde für eine Überwachung genügen. Punkt 3. Die gesetzliche Verankerung respektive Legalisierung des Einsatzes von Staatstrojanern in der Botschaft wird das GovWare genannt. Die Missbrauchsgefahr des Staatstrojaners ist enorm.
Sogar die Botschaft führt dazu aus, dass, ich zitiere, mit Govair technisch auf sämtliche Daten, beispielsweise auch auf alle privaten Informationen, Dokumente, Fotos, die in einem Computer gespeichert sind, zugegriffen werden kann. Und um einen ungestörten Betrieb des Staatstrojaners zu gewährleisten, ist der Dienst sogar befugt, Antivirenprogramme lahmzulegen. So wird das ganze System verwundbar für andere Malware. Dies ist eine große Gefahr für das einzelne Gerät und auch alle Daten des Betroffenen und bewirkt eine Schwächung des Systems insgesamt, da infizierte Geräte oft missbraucht werden, andere Geräte zu infizieren oder Angriffe auszuführen. Ich verweise auf die neuesten Informationen von Switch in diesem Zusammenhang, die besagen, dass die sogenannte Malware aktuell die größte Bedrohung für die Internetbenutzer ist. Die Botschaft des Bundesrates verliert jedoch keine Ausführungen über mögliche Risiken, geschweige denn über mögliche Haftungen des Bundes oder der involvierten Provider für allfällige, unbeabsichtigt durch den Betrieb von Staatstrojanern verursachte Schäden. Mit dem Einsatz des Staatstrojaners gerät die Integrität und das Vertrauen in unsere IT-Systeme ist in Gefahr. Gemäß der Botschaft geht es darum, eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zu schaffen. Als gesetzlicher Rechtfertigungsgrund für ein Verhalten, das grundsätzlich unter den Tatbestand von Artikel 143 bis Strafgesetzbuch, das ist unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem, fallen würde. Den Strafverfolgungsbehörden werden die maximalen technischen Möglichkeiten eingeräumt, ohne Berücksichtigung von gesellschaftlichen Aspekten oder Sensibilitäten. Eine Legalisierung des Staatstrojaners öffnet das Tor zur totalen Überwachung unbeschränkt weit. Wer vermag da noch zu kontrollieren, was überhaupt alles kontrolliert wird und wie? Ich verweise dazu auf die aktuellen, sehr bedenklichen Beispiele aus den USA und der Türkei. Zu Punkt 4, die Ausweitung des Geltungsbereiches. Die BÜPF-Revision umfasst auch eine unverhältnismäßige Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereiches. Das sind namentlich Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste, zum Beispiel Anbieter von Cloud-Dienstleistungen, die vom Bundesrat erweitert verpflichtet werden können, aktiv mitzuwirken. Damit werden die Anbieterfirmen zu regelmäßigen Erfüllungsgehilfen in einer vom Publikum als überbordend empfundenen Staatskontrolle über Internet und Telekommunikation. Jeder Betreiber eines Netzwerkes oder einer Telefonzentrale, so auch der Arbeitgeber, die Schule oder das Spital, werden dazu verpflichtet, zu ihren Anlagen Zutritt zu gewähren, sowie die für die Überwachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und damit auch das Einschleusen von Staatstrojanern zu dulden. Überdies müssen sie auf Verlangen Randdaten herausgeben. All dies ist geeignet, das Vertrauen auf ungestörte Kommunikation innerhalb dieser Institution nachhaltig zu erschüttern. Man denke auch an den Reputationsschaden, den eine Organisation intern oder eventuell auch extern erleidet, wenn herauskommt, dass sie selbst unfreiwillig Hand zu solchen Ausforschungen geboten hat. Und dann ist ein weiterer Punkt, völlig unbeteiligte Dritte werden von den Überwachungen unvermeidbar mit erfasst. Damit kommen auch Erinnerungen aus der Fischen-Affäre auf. Es stellt sich unweigerlich die Frage, wer hat da die Kontrolle darüber, respektive kann ausschließen, dass damit nicht zufällig aufgeschnappte Tatsachen über Drittpersonen gegen diese verwendet werden können, ohne dass deren Überwachung je bewilligt worden wäre. Bei dieser Sachlage ist zu bedenken, dass in der Schweiz kein absolutes Verbot der Verwertung unrechtmäßig erhobener Beweise gibt und dass auch das Bundesgericht dieses lasch handhabt. Fazit:
Diese Vorlage ist insgesamt einseitig sowie inhaltlich überzogen und stellt die Strafverfolgung über die Bürgerrechte und den Anspruch auf Wahrung der Privatsphäre, ohne die Notwendigkeit auch ausreichend begründen zu können. Die Vorschläge sind ein Ausdruck einer diffusen Angst vor Kriminalität jeglicher Art sowie des Unbehagens der Staatsorgane vor dem gewaltigen, positiven oder negativen Potenzial des Internets. Die ICT-Branche weiß um die technologischen Möglichkeiten der Überwachung. Gerade deshalb macht sie sich jedoch zu Anwältin einer offenen, freiheitlichen und mündigen Gesellschaft, in welcher die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handels und der Respekt vor den Bürgerrechten und der Privatsphäre zentrale Werte sind. Deshalb ist diese Gesetzesvorlage in dieser Form abzulehnen. Kurzum, die vorliegende Revision des BÜPF ist bedrohlich, überzogen und politisch falsch. Okay, vielen Dank für dieses Statement. Ich habe Rolf auf der Mauer von der Simsa noch kurz 2-3 Minuten Zeit und dann würden wir dann die Diskussion eröffnen. Ja, versuche es wirklich kurz zu machen. Auch seitens des Verbandes der Internetdienstleister sehen wir Revisionsbedarf. Also da schließen wir uns den Vorrednern an. Wir haben nicht Rückweisungen verlangt, sondern wir denken, dass die Vorlage schon noch gerettet werden könnte. Ohne Internet geht heute nichts, wahrscheinlich nicht einmal der politische Betrieb, sonst wären wir nicht alle jetzt hier. Und es ist auch klar, dass Internet Service Provider über Daten verfügen, an denen die Strafverfolgungsbehörden ein legitimes Interesse haben. Es geht aber uns vor allem darum, dass eben die Internet Service Provider und Fernmeldedienstanbieter einen Anspruch darauf haben, zu wissen, was genau ihre Verpflichtungen sind und mit welchen Kosten sie denn rechnen müssen, beziehungsweise eben, dass sie von der Tragung von Kosten bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Strafverfolgung entbunden sind. Die Verhältnismäßigkeit und die Rechtssicherheit sind in diesem Zusammenhang zu wahren und im vorliegenden Entwurf zu wenig berücksichtigt. Ich möchte mich auf 3 grundsätzliche Anliegen hier beschränken. Erstens einmal ist aufgrund eines möglicherweise konzeptionellen Fehlers des Gesetzes auch künftig die Rückweisung einer neuen Überwachungsform, die eigentlich dem BÜPF widerspricht und die vielleicht nicht einmal technisch machbar ist, technisch umsetzbar ist durch einen Fernmeldedienstanbieter oder Internetprovider, durch den Fachdienst BÜPF nicht möglich, sondern grundsätzlich muss der BÜPF dann eine Maßnahme umsetzen, wenn eben die kantonale Strafverfolgungsbehörde und das kantonale Gericht sie angewendet haben. Das führt potenziell zu einer großen Ausweitung eben der möglichen Maßnahmen und zu sehr hohen Kosten, die dann eben den Anbietern dadurch entstehen können. Das zweite grundsätzliche Problem, das wir sehen, ist, dass das Gesetz voller Delegationsnormen ist, also dass eigentlich die Konkretisierung erst auf Verordnungsstufe durch den Bundesrat stattfindet. Ich werde nachher einige Beispiele nennen. Und das dritte große Problem, das wir haben mit dem Gesetzesentwurf, ist das Thema Kosten. Es ist zwar richtig, wie Herr Blätter vorher gesagt hat, die Kosten für die einzelne Überwachungsmaßnahme, die angemessenen Kosten dafür, die sollen jetzt den Anbietern vergütet werden, aber die Kosten für die Installation der gesamten Überwachungsanlage, die bleibt eben auf den Anbietern sitzen und das ist potenziell sind das sehr hohe Kosten, insbesondere dann, wenn man nicht weiß, welche Arten von Überwachungsmaßnahmen künftig dann auf einen zukommen. Also das sind die 3 Hauptgrundsätzlichen Kritikpunkte, die wir sehen. Eben fehlende Möglichkeit des Fachdienstes ÜPF, diese Maßnahmen wirklich auch inhaltlich auf Machbarkeit zu prüfen und zurückzuweisen. Zweitens eben diese Häufung von Delegationsnormen, die es völlig unmöglich machen, abzuschätzen, was denn konkret die Pflichten sein werden der Anbieter und drittens eben die Kostenfrage. Jetzt möchte ich nur auf einige Beispiele dieser Delegationsnormen hinweisen.
die der Gesetzesentwurf zurzeit beinhaltet. Nämlich gemäß Artikel 26 soll der Bundesrat bestimmen können, wer von gewissen Pflichten unter dem Gesetz zu befreien ist. Grundsätzlich mal treffen aber eben die sehr weitgehenden Pflichten zuerst mal alle. Dann soll der Bundesrat gemäß Artikel 21 Absatz 1 Litera d nebst den im Gesetz erwähnten Daten weitere administrative, technische und die Identifikation von Personen erlaubende Daten bezeichnen können, welche dann zu liefern sind. Auch das natürlich völlig offen, welche Arten von Daten hier dann irgendwann mal gemeint werden können. Artikel 22 bestimmt bei Straftaten, die über das Internet begangen werden, dass alle Angaben zu liefern sind, welche die Identifikation der Täterschaft ermöglichen. Also das ist schon fast eine Erfolgsgarantie bei der Identifikation von Tätern, von den Anbietern gefragt, die sie selbstverständlich nicht leisten können. Der Bundesrat soll gemäß derselben Bestimmung auch sagen können, welche Angaben die Anbieter jederzeit bereithalten und liefern müssen, also jederzeit. Und dann eben auch die entsprechende Infrastruktur, die das ermöglicht, finanzieren und einrichten können. Und dafür bezahlt, wie gesagt, den Anbietern niemand etwas. Das ist auch etwas ein Unterschied gegenüber vielleicht Informationsersuchen gegenüber Banken, die vorher als Vergleich genannt wurden. Ein weiterer Punkt, Delegationsnorm ist in Artikel 23, wonach der Bundesrat regeln kann, wie die Daten zu erfassen und aufzubewahren sind. Und er kann vorsehen, dass die Daten kostenlos und rund um die Uhr abrufbar sind. Auch da sind wieder Investitionen gefragt von den Anbietern, die wie gesagt niemand bezahlt. In Artikel 27 Absatz 3 hat der Bundesrat schließlich auch noch das Recht, die sogenannten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste den gleichen Pflichten eben wie die Fernmeldedienstanbieter zu unterstellen. Es gibt zwar dann eine Einschränkung, nämlich dann, wenn sie von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind oder einen großen Kreis von Nutzern haben. Leider sind das ja in den meisten Fällen dann eben nicht schweizerische Anbieter, was dann auch spannend sein wird, ob denen gegenüber das tatsächlich auch durchgesetzt werden kann. Die Bestimmung wird auf jeden Fall die Schweizer KMUs, die in dem Bereich tätig sind, potenziell beeinträchtigen, nämlich dann eben, wenn der Bundesrat von dieser Kompetenz unverhältnismäßig Gebrauch macht. Heißt ja nicht, dass es dann machen wird, aber der Mangel im Gesetz ist einfach, dass alle diese wichtigen Fragen eben nicht geregelt sind. Selbstverständlich hat das Gesetz zahlreiche andere Bestimmungen, die staatsrechtliche Bedenken rechtfertigen. Frau Hofmann hat auf einige hingewiesen. Ich möchte sie hier nicht erläutern. Ich vertraue darauf, dass alle Parlamentarier selber wissen, entweder aus persönlicher Überzeugung oder aus parteipolitischer Überzeugung, wie weit man da gehen will und welche Präferenzen man da vertreten will. Letztlich ist das auch für die Anbieter nicht der kritische Punkt, solange sie eben wissen, was zu machen ist und solange es ihnen keine zusätzlichen Kosten aufgebürdet werden. Sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, wir hatten nun von beiden Seiten ungefähr gleich viel Sendezeit zur Verfügung gestellt. Ich nehme an, vielleicht noch ganz kurz von Ihrer Seite eine Replik. Sie hatten da ein gewisses nicht einverstanden signalisiert bei Ausführungen von Herrn Hoffmann. Ich muss mich zuerst für mein nonverbales Verhalten entschuldigen, das ist nicht professionell, aber ich muss schon sagen, es gibt auch einen alten Satz, es gibt keine Wahrheit, nur Versionen, aber was wir heute wieder auch von Frau Hoffmann gehört haben, meine Damen und Herren, das ist einfach nicht wahr, nicht ansatzweise wahr. Jetzt kommen Sie doch noch viel schöner, das Beispiel mit dem iPhone und dem Enco. Ich hoffe, Sie haben das noch im Ohr. Nie, und da müssten Sie mir Beispiele zeigen, nie würde ich jetzt die Hand ins Feuer legen, wurde in der Schweiz wegen so etwas eine Telefonkontrolle angeordnet. Nie in der ganzen Schweiz hätten Sie eine Richterin oder einen Richter, welcher Partei er auch angehört, gefunden, der eine solche Zwangsmaßnahme
angeordnet hätte. Also ich bitte ganz inständig, dass wir hier, es gibt beim BÜPF, wir haben auch noch Probleme, die wurden noch gar nicht erwähnt, die müssten auch sehr wohl diskutiert werden, aber dass wir auf dem Boden einer doch aus meiner Sicht sachlichen Diskussion bleiben und einmal einfach vergessen, Laden, Diebstähle und all das kleine Zeug, das stimmt nun einfach nicht. Frau Hoffmann hat darauf hingewiesen, die 6 Monate auf die 12 Monate, die Verlängerung. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine Bestimmung, da kann man streiten. Das Bundesgericht hat aber gerade neulich schon gesagt, dass diese Verlängerung durchaus schon jetzt eigentlich möglich sei. Es gibt auch Bestrebungen, das noch zu verlängern. Ich erinnere Sie einfach daran, dass in vielen anderen Gesetzen wir möglichst schauen, dass wir möglichst lange, Sie haben, ich denke, Berufsverbot, ich denke, Unverjährbarkeitsinitiativen, man sammelt und will das alles sehr lange haben. Ich glaube, das ist eine Bestimmung, da kann man diskutieren, da stehen auch 2-3 Jahre im Raum, das ist möglich. Ich glaube auch nochmals, und das scheint mir auch ganz wichtig, beim Punkt der Missbrauchsgefahr, es geht nicht um die Elemente in der Türkei oder in den USA, Prisma oder so, sondern immer, und ich habe das versucht, aber wahrscheinlich wieder einmal erfolglos, es geht um Strafverfahren, um schwere Strafverfahren. Das darf ich Sie doch berücksichtigen. Frau Hoffmann hat dann auch noch gesagt, und das... Ja, es gäbe könnte einen Reputationsschaden geben, wenn man da Hand bietet zu allen Ausforschungen. Man kann es auch umdrehen und sagen, vielleicht gäbe es auch einen Reputationsschaden für diese Bereiche, wenn man schwerste Gewaltverbrecher nicht habhaft würden könnte, weil man die Möglichkeit nicht hätte. Also diese Frage dürfen sich Internetverantwortlichen durchaus auch stellen. Ganz kurz, ja noch zu Herrn Aufdermauer, ich glaube, die Rückweisung an das Hüpf, ich glaube, hat er davon gesprochen, da haben wir einfach einen anderen Standpunkt, aber das ist eine sachliche Differenz. Wir sagen, die Datenherrschaft, die ist eigentlich dann, wenn sie überwacht wird, bei den Kantonen, also beim entsprechenden Verfahren und nicht mehr beim Dienst des ÜPF. Der ÜPF ist eine Organisation, die das nur technisch zu uns bringt. Man müsste sich überlegen, das ist ja auch schon in Diskussion gewesen, ob man auch das Ganze vom Bund wegnehmen, in eine Standalone-Lösung bringen wollte. Also ich glaube, da hat man, das muss man vielleicht noch ausdiskutieren, aber da haben wir grundsätzlich andere Voraussetzungen. Was Sie zu den Delegationsnormen sagen, da muss ich Ihnen sagen, ja, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Ich könnte es aber nicht unterschreiben, weil die Zeit, die wir für Gesetze brauchen, sind so immens lange. Wir sind jetzt seit 2007 oder 2008, Herr Rohner. 7 sind wir daran. Und denken Sie, jetzt ist 2013, die Kommission hat die erste Kommission neulich das Eintreten beschlossen. Das dauert sicher nochmals, wir sind ja hier nicht im Rechtsstreit mit den USA, wo das schnell erledigt werden kann, aber das dauert doch sicher nochmals 1, 2, 3 Jahre. Und die Technik, die entwickelt sich immer. Und da müsste man vielleicht auch aus einer gegenseitigen Vertrauenshaltung einen Kompromiss finden können, wo Delegationen vom Gesetzgeber auf die Verordnungsstufe möglich sind. Und zu den Kosten, da habe ich natürlich dezidiert auch die Ansicht von Herrn Kollege Blättler, dass auch die ganze KKJPD, also die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, ist auch dieser Ansicht. Es ist eben so, letztlich müssen Sie genau wissen, wenn die Strafverfolger hier, also die Strafungsbehörde, die Kantone die Kosten übernehmen, es ist einmal mehr der Steuerzahler, der für die Verbrecher bezahlt. Danke. Ja, vielleicht der Fall umfleht. Ich wüsste, wenn wir nicht gross sehen, oder wenn wir lauschen, das ist klar. Aber wenn Sie schon jetzt gesagt haben, ein Thema, eben, ob es Überwachungsmaßnahmen zurückweisen, und Sie haben dann gesagt, Datenhoheit ist bei den Kantonen, wenn ein Strafverfolgung stattfindet. Ich glaube, um das geht es nicht. Das ist klar, wenn Daten mal übergeben sind, dann haben wir eine Strafverfolgungsbehörde mit denen umgehen, über die
im rechtmäßigen Mass. Aber es geht darum, welche Art von Massnahmen, oder Entschuldigung, dass ich jetzt hier ein Schweizer Deutsch gewesen bin, geht darum, welche Art von Massnahmen das ÜV dann tatsächlich anordnet. Weil das hat es dann entweder möglich oder es ist nicht möglich, oder es ist zwar möglich, aber nur mit unverhältnismäßigem Aufwand. Und das Fach-Know-how, was möglich ist und mit welchem Aufwand das möglich ist, das liegt bei ÜV und nicht bei 26 kantonalen Strafverfolgungsbehörden. Vermutungsweise, also ich kann mich ja vielleicht täuschen, aber vermutungsweise. Und ich glaube, da sollte man schon nochmal drüber nachdenken. Da muss ich Ihnen, darf ich nur zwei Sätze nur zu diesem letzten Punkt, da muss ich Ihnen absolut recht geben. Also auch in den großen Kantonen ist das so. Aber ich glaube, wir sind doch im Rahmen des Strafprozesses. Und da sagt der Staatsanwalt bzw. der Richter, der das genehmigt, was gemacht werden muss. Und wenn man einigermaßen schlau ist, und das haben wir zum Teil auch mit Gutachtenstellungen oder Fragen in hochtechnisierten forensischen Fragen, dann geht der potenzielle Auftraggeber, beispielsweise in diesen Fällen der Staatsanwalt, der nimmt mal Kontakt mit dem ÜV auf und sagt, hey, wäre das möglich? Also ich nehme einen ganz anderen Fall, nein, ich mache jetzt kein langes Beispiel, aber ich könnte ein schönes Beispiel aus einer anderen Sache machen, was sich genauso ereignet hat kürzlich. Also das, denke ich, ist auch sinnvoll. Da bin ich mit Ihnen durchaus einig, dass es keinen Sinn hat, dass man das anmacht. Okay, noch ein letztes Statement, Herr Rommel. Monsieur Altamar, j'ai une petite réponse à sa question, qui est peut-être susceptible de le tranquilliser. Nous avons introduit une nouvelle disposition dans le projet. Quand je dis nous, ce n'est pas l'Office de la Justice, c'est le Conseil fédéral. L'article 16, lettre B, qui en somme met en forme un comportement tout à fait normal que doit avoir le service lorsqu'il a affaire à un ordre de surveillance qui lui paraît bizarre, impossible à exécuter, ou une ferretnismessive, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend contact avec l'autorité de poursuite pénale, respectivement, éventuellement avec le Zwangsmaßnahmengericht, il dit là, écoutez, ça ne sera pas possible de l'exécuter, c'est à notre sens, une ferretnismessive, les coûts seront complètement disproportionnés. Quelle est la possibilité, suite à cet avis du Zwangsmaßnahmengericht ou bien de la Staatsanwalt? On discute, ou alors le Staatsanwalt dit je retire effectivement, j'arrive à la conclusion comme vous que ce n'est pas possible. Il peut aussi dire non, je veux, c'est tout, vous exécutez. Les formels délits standbide ont la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif fédéral, de faire valoir tous les rugues, tous les griefs qui sont possibles devant le tribunal administratif fédéral et de se défendre de la sorte. Ça, c'est possible. C'est dit, ça figure à l'article 38, sauf erreur. Excusez-moi. 42.2, 42.2. Nein, 42.1. Les décisions du service sont suivies. 42.1. Les décisions du service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale. Ja, und dann der Absatz 2. Oh, das ist etwas anderes, das ist ganz normal. Gut, also ich möchte etwas sagen. Es kann nicht geltend gemacht werden, die Voraussetzungen für die Anordnung der Anordnung seien nicht erfüllt. Also ich meine, also ich lese es so und vielleicht, ja. Wenn Sie es ja anders verstehen, verstanden haben wollen, dann lässt sich es aber auch präzisieren. Man muss es anders verstehen. Ich verstehe es so, dass es zwar ein Gesprächsverpflichtung gibt, nicht? Also der ÜV kann dann, ist aufgefordert, wenn er feststellt, es ist eine Maßnahme unmöglich oder unverhältnismäßig, dann ist er aufgefordert, gemäß Liter B, Artikel 16, ja, also der Staatsanwalt. Ich möchte gerne schätzen, die sich da findet, ist völlig gut. 42 Absatz 2 sagt nur, dass die Fernmeldedienstanbieter keine strafprozessualen Gründe geltend machen können. Das ist ganz normal. Diese Gründe betreffen nur die überwachte Person. Aber die Fernmeldedienstanbieter können keine Beschwerde von dem Verwaltungsgericht einreichen.
Vielen Dank, es tut mir leid, nicht unterbrechen. Ich würde einfach gerne noch nachher dem Publikum auch die Möglichkeit bieten. Wichtig ist, denke ich, dass es halt hier auch eine sehr juristische Diskussion ist und ich bin da halt auch ein bisschen ein Exot in der ganzen Reihe, aber ich denke, wir müssen auch überlegen, an wen richtet sich das Ganze und ist es genügend verständlich? Vielleicht können Sie da noch mit einer Nachbotschaft oder wie auch immer nachdoppeln, da gibt es sicher Möglichkeiten. Auch noch ein letzter Satz von Herrn Hoffmann, dann würden wir wirklich Herrn Brunner zum Straftatenkatalog. Herr Brunner, wir gehen davor aus und vertrauen, die große Mehrheit der Staatsanwälte wird sicher nicht wegen einfachen Diebstahl eine Überwachung anordnen. Das gehen wir davon aus und wissen das. Aber sich die Möglichkeit, wenn es im Gesetz steht, ist die Möglichkeit da. Und dann wird das wohl nicht toter Buchstabe bleiben. Das ist einfach unter Befürchtung darum. Und klar, dass die anderen Straftaten dort drin sind, einfach der einfache Diebstahl, das ist wirklich nicht wegen, dass aus dem Gesetz rauskommt, aus dem Straftatenkatalog. Das tut jetzt schon viel verbindlicher und vernünftiger, aber ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen. Ja, so auf dieser Basis finden wir die Diskussion, aber Sie haben jetzt das Hüb vor sich, nicht wahr? Auch. Ja. Prima. Ja, also da hat sich nämlich, das habe ich in der ständerätlichen Rechtskommission, man sollte zwar da ja nichts ausplaudern, dann auch festgestellt, dass man nur das ÜPF zur Hand nimmt und das ÜPF in der Revision, das hat nur den Katalog und nicht die Grundsatzbestimmung, die ich Ihnen versucht habe, heute nochmals näher zu bringen, also dringender Tatverdacht, Schwere des Deliktes, unverhältnismäßig oder gescheitert. Das sind die Rahmenbedingungen. Und darum ist der einfache Diebstahl als einfacher Diebstahl mit Ihren Beispielen, das kommt nie in Frage, sondern das ist immer nur im Rahmen dieser Abwägung. Also das ist irgendwie, wenn Sie das, die Botschaft zum Hüpf lesen, dann ist das, verstehen Sie das nicht, das ist der Gesetzgeber, der Bundesrat, der das immer so macht, aber eigentlich gehörte da noch Absatz 1 auch dazu. Aber es würde die theoretische Möglichkeit bestehen? Nein, also das besteht für alles die theoretische Möglichkeit. Doch wenn es im Gesetz steht, Artikel 139, dann würde das bestehen, das könnte man sagen, ja, steht im Gesetz. Nein, das stimmt leider nicht. Das muss ich und Tatverdacht, also dringender, das und ist die Schwere der Tat. Also finden Sie mir einen Weg, also glaube, müssen wir nicht diskutieren. Also ich denke, es ist auch eine Frage des Vertrauens in unsere Behörden, was sich dann auch in der Praxis zeigen wird, letztlich, denke ich mal an. Gut, ich habe ein ganzes Blatt von Fragen vorbereitet, werde jetzt aber auf das verzichten und möchte mal die Runde öffnen. Wer von den anwesenden, auch sehr kompetenten Personen hat eine Frage, sei es Parlamentarier beispielsweise? Edith, vielleicht kann ich mal mit dir beginnen, weil du musst dich jetzt letztlich als Parlamentarin mit dieser Frage auseinandersetzen. Hüpf, ja, nein, oder was muss man noch schrauben? Was ist dir aufgefallen an dieser Diskussion? Wo würde es dich jetzt interessieren? Gibt es da noch offene Fragen oder was ist deine aktuelle Meinung? Ja, besten Dank. Also ich bin sehr froh um die verschiedenen Ausführungen, die ich gehört habe und dass jetzt auch einiges relativiert wurde. Ich persönlich bin der Ansicht, dass unsere Behörden auch mit den technologischen Entwicklungen mithalten müssen, können und nicht nur die Täterschaft, aber es ist einfach eine Frage der Verhältnismäßigkeit schlussendlich. Und eine Frage, die für mich jetzt im Moment noch offen ist, die hat Herr Altermauer angesprochen und auch die Herren Blechblock und Brunner, ist schon noch die Kostenfrage. Also in der Regel ist es ja so, wer zahlt, befiehlt. Und deshalb stellt sich für mich schon noch die Frage, wer soll explizit zahlen bezüglich der Überwachungen? Soll das der Anbieter der ICT-Dienstleistungen sein? Soll das die öffentliche Hand sein, welche auch Polizei und alle Organe bezahlt? Oder gibt es allenfalls sogar eine Mischvariante? Das ist für mich jetzt in der heutigen Diskussion noch aufgetaucht, diese Thematik. Herr Blätter, können Sie dazu was sagen? Wie gesagt, ich muss Ihnen den Ball zurückspielen, weil das ist ja letztlich eine politische Frage. Wollen Sie das dem Bürger aufbürgen? Das ist heute der Fall. Wir zahlen ungemein viel Geld schweizweit für Telekommunikationsüberwachung.
Wir haben Vergleiche angestellt, gehen Sie mal ins benachbarte Ausland, nach Deutschland, da zahlen Sie so für eine Überwachung 100 Euro. Bei uns sind es 8000 Franken, gut, der Euro ist etwas teurer als der Franken, aber immerhin. Das sind grundsätzliche Fragen. Wir sind der Meinung, und da weiß ich, dass auch die Justiz- und Polizeidirektoren dies explizit auch so vertreten, wenn jemand schon eine Lizenz kriegt, um Telefondienstleistungen anzubieten, dann muss er auch das Risiko in Kauf nehmen, dass da der eine oder andere, mit Anführungszeichen, Schwarzfahrer darunter ist. Dafür muss er aufkommen. Also ich denke, das ist aber eine Frage, die müssen Sie im Parlament beantworten. Wollen wir das lieber nicht tun, weil wir sonst denen etwas wegnehmen, sodass der Bürger bezahlt, dass die zahlen die Kantone und der Bund, je nach Träger des Strafverfahrens. Wir sind eigentlich der Meinung, da könnte man sehr wohl darüber, müsste man darüber sprechen, ob nicht letztlich der Anbieter da in die Pflicht genommen wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich sehe nur die Budgetzahlen. Wenn wir dann wieder über Kürzungsmaßnahmen in den einzelnen Etats sprechen, wenn dann die Kantone wieder sagen, wir können es uns nicht leisten, dieses oder jenes auch noch anzustellen, wenn wir dann über Diskussionen führen, wie viele Polizisten braucht ein Kanton, können wir nicht mehr leisten. Das sind alles Gelder, die man dafür einsetzen kann. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Sie haben uns die Zahlen genannt, was eine Überwachung kostet. Ich weiß immer noch nicht, mit was für Gesamtkosten müssen wir dann in der Schweiz, von was für Gesamtkosten, wovon sprechen wir hier? Also ich kann diese Gesamtzahlen. Ich kann Ihnen die Zahl nicht geben, das läuft, weil wir wissen es einfach im Schnitt, was wir für einen Anschluss bezahlen. Aber das sind sehr, sehr hohe Beträge zusammengefasst, Bund und Kantone zusammen. Ja. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, also ich, wie ich es verstanden habe, ist das aktuell, weiß ich nicht, aber künftig sollen die Anbieter zwar selber die Infrastruktur bezahlen, aber der Staat bzw. der Kanton bezahlt die Überwachung. Also heute bezahlt der Staat für jeden Anschluss, den er überwachen lässt, dem entsprechenden Provider eine ganz normale Gebühr, wie wenn wir telefonieren, etwas teurer übrigens. Als wenn und künftig? Sind wir der Meinung, dass diese Kosten eigentlich vom Anbieter selber getragen werden müssen? Also der Gesetzentwurf jetzt sagt eben, dass für die einzelne Überwachungshandlung eine angemessene Vergütung bezahlt wird. Ja. Und man muss aber einfach in dieser Kostendiskussion eben auseinanderhalten die Investitionskosten des Fernmeldedienstanbieters, damit er überhaupt diesen Verpflichtungen nachkommen kann, die eben völlig offen formuliert sind und deshalb auch schwer zu beziffern sind. Aber wir haben Vertreter von den Fernmeldedienstanbietern hier, die es vielleicht etwas genauer sagen können, was das in Frankreich auch macht. Und das hat gar nichts zu tun damit, diese Gebühr, ob sie nun 100 Euro ist oder 8000 Franken ist, dass wir diese Gebühren decken natürlich nie die Investitionskosten, weil ja zum Glück wenigstens bis jetzt nicht so viele Überwachungen angeordnet werden. Aber ich weiß nicht, ob jemand von den Fernmeldediensten, vielleicht der Heiniger von Swisscom, ja, sich dazu äußern kann. Bitte sehr. Sonst also, halt ohne Mikrofon. Ja, ja. Ja gut, zu diesen Kosten, oder? Herr Blättel hat sich darüber beklagt, dass diese Kosten beim Staat hängen bleiben. Also das trifft so nicht zu. Gemäß Strafprozessordnung hat der urteilte Täter am Schluss diese Kosten zu tragen. Sie haben alles geprüft. Faktisch ist es eigentlich so, dass wenn wir diese Kosten tragen müssen, dass wir eigentlich der Gesetz gezwungen würden, die Straftäter zu subventionieren. Und vielleicht wird es zu dieser Zahl von 25.000 oder die muss man die kann man auch nicht einfach so stehen lassen. Das ist eigentlich eine Summe aus mehreren Überwachungsanträgen an mindestens 3 bis 4 Anbieter. Ich vermute, das ist eine sogenannte Kopfschaltung. Wahrscheinlich ist das noch eine Maßnahme, die rechtlich gesehen sein muss, im Graubereich anzusiedeln ist, in einer Maßnahme, die sich insbesondere nicht gegen eine bestimmte Person richtet, die dann über die Maßnahme auch orientiert wird am Schluss, sodass sie dann eine Beschwerde gegen diese Maßnahme machen kann, welche dann Berechtigung gesucht wird, oder wie uns der Grunde fallen lassen möchte. Von welchen Zahlen gehen dann Sie aus? Haben Sie Zahlen? Das sind Gesamtkosten, da bin ich überfragt. Ich weiß ungefähr, was das einzelne Überwachung kosten. Ich kann vielleicht grob sagen, wie sich prozentmäßig das Verhältnis ungefähr verhält zwischen den Überwachungskosten, die wir haben, und der Entschädigung, die wir
bekommen, oder unsere Entschädigung, die wir erhalten, die liegt vielleicht irgendwo so zwischen 25 und 50% maximal der Kosten, die bei uns herumbleiben. Okay. Er bezahlt es übrigens auch nicht uns, sondern er bezahlt es den BIP. Und gerade bei neuen Maßnahmen ist es auch so, dass eigentlich der größte Teil dieser Kosten beim BIP bleibt und der kleinere Teil an uns weitergegeben wird. Okay, Herr Brunner, Sie hatten noch eine Antwort. Zwei Dinge. Eine Zahl, die figuriert, ich kann sie aber nicht bestätigen, aber dass der Aufwand insgesamt über 20 Millionen ist, also in diesem Bereich. Das ist, war im Rahmen der KKJPD die Rede davon. Dann zu Herrn Heiniger. Ja, da haben Sie theoretisch schon recht, aber es sind nicht alle beschuldigten Swisscom-Direktoren, die über Geld verfügen würden, sondern 95% unserer Beschuldigten sind völlig mittellos und das kommt wieder an den Staat zurück. Und da können Sie schon etwas dazu beitragen, was ich wieder denke, nur ein Tag in Deutschland, was ich für Roaminggebühren der Swisscom zahlen musste. Also da bleibt einiges hängen bei Ihnen. Also die Gewinne werden gemacht, da habe ich keine Angst. Sie sagen, wir müssen den großen Fischen her, oder? Ich kenne keine kleinen Fischen, die irgendwie nur die kleinen Straftaten begehen, die jetzt gar nicht gemacht werden, sondern es wird irgendwie verteufelt, als gegen insbesondere gegen organisierte Kriminalität beispielsweise. Oder? Ja, kann ich auch sagen, also das organisierte Verbrechen, das hat Geld, oder? Und wenn es kein Geld hat, dann ist es nicht organisiert. Ob man das Geld sicherstellen kann und finden kann, ist eine andere Frage. Aber was ich noch unten hängen würde, würde ich auch sagen, wie viel der Kosten, die anfallen, welche Teil überhaupt versucht wird, den Täter anzulassen. Es ist ja immer eine Frage, wie viel Kosten, ob das Geld nicht reinkommt, weil die Täter kein Geld haben, oder ob das Geld nicht reinkommt, weil es nicht einmal in Rechnung gestellt wird. Oder ich würde unternehmen, welcher Prozentsatz an Überwachungskosten werden Täter dann effektiv am Ende in Rechnung gestellt. Eine Zahl kann ich Ihnen nicht geben, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Kanton Zürich und nun auch die Bundesanwaltschaft und verschiedene Kantone im Gefolge, wir machen ganz große Anstrengungen, nicht nur im Bereich von Überwachung, aber insgesamt, um vermehrte Vermögenseinziehungen bewerkstelligen zu können. Es gibt spezialisierte Staatsanwälte, spezialisierte Polizeibeamte für das. Und das wird in einigen Jahren schweizweit, das läuft unter dem Titel Vermögenseinziehung, so sein. Aber ich muss Ihnen sagen, vielfach bekommen wir einfach nichts, haben auch noch andere Ansprecher natürlich auch. Da gibt es noch Geschädigte und Opfer. Also da müssen wir auch schauen. Aber da bringt in der Regel haben wir nicht allzu viel Geld im konkreten Fall. Das sind auch vielfach Auslandtaten mit Auslandbezügen. Da könnte man noch lange sprechen. Aber ich denke, das Finanzielle ist nicht der Hauptpunkt der ganzen Vorlage. Okay, Nationalrätin Nathalie Rickli hat noch eine Frage. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eigentlich eine Anschlussfrage, oder sie wurde teilweise schon beantwortet, diese 20 Millionen. Ich möchte eigentlich Herr Rohner fragen, weil eigentlich wissen Sie ja diese Zahl, bin ich überzeugt in der Verwaltung. Vielleicht könnten Sie die konkreten Zahlen noch nachliefern, was da ungefähr auf uns zukommt. Ich bin schon der Meinung, Strafverfolgung ist eine Sache des Bundes, eines Landes, und nicht Sache privater Anbieter. Also hier bin ich schon auch der Meinung, wenn privaten Anbietern aufgezwungen wird, dass sie etwas installieren müssen, dass sie etwas übermachen müssen, ich bin nicht der Meinung, dass diese die Kosten übernehmen müssen. Also ich bin in der Rechtskommission, ich bin hier im Ganzen noch etwas unklar. Ich tendiere zu einem Ja, bin aber auch skeptisch. Aber was die Kosten betrifft, bin ich schon der Meinung, das ist nicht Aufgabe der Provider. Leider müssen wir aber sagen, gerade diese Straftäter, aber Sicherheit ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe eines Staates, das kostet. Aber wir haben ja genügend Sparpotenzial sonst in der Verwaltung. Bis wir dann mehrheitsfähig sind, ist eine andere Frage. Aber könnten Sie das noch nachliefern, Herr Rohner? Und die zweite Frage, könnten Sie dieses Papier noch nachliefern auf Deutsch? Natürlich. Danke. Alors, Madame la Conseillère nationale, je dirais que le montant que j'ai en tête, c'est de l'ordre de ce qu'a dit Monsieur Brun. Maintenant, pour les détails relatifs à ces questions, les personnes les plus compétentes, ce sont les gens qui sont directement au front et qui administrent en fait cet argent, c'est-à-dire le DINSPUB. Ces gens pourront vous livrer des données précises sur cette question.
Okay. Und was die das Dokument auf Deutsch betrifft, natürlich funktioniert das. Gut, vielen Dank. Ressourcen haben wir. Natürlich hätten alle für die politische Diskussion gerne eine Zahl jetzt auf den Tisch, das ist schon 20 Millionen ist viel Geld, das ist auch mal. Ich denke, das Problem liegt im Mekano des Gesetzes. Es lässt sich eben jetzt gar nicht wirklich beziffern für die Anbieter, wie viel es kostet, weil ja eben so, wie das Gesetz jetzt angelegt ist, ständig immer wieder neue Überwachungsarten erfunden werden können von den Behörden und weil selbst die Fachbehörde übt, die dann nicht wirklich wirksam zurückweisen kann. Deshalb ist es völlig offen, mit welchen Kosten dann eben Investitionskosten die Dienstanbieter künftig konfrontiert werden. Ich glaube, es wäre natürlich für die politische Diskussion nützlich, aber vermutlich gar nicht möglich, das jetzt so zu beziehen. Gut, wir schauen mal, was Herr Rohner liefert. Eine Frage, Balthasar Glättli. Du hast noch eine Frage? Wenn du das Mikrofon an hast, dann kann ich es nicht anschauen. Ah, okay. Ich spreche auch. Kein Problem. Ich habe zwei kleine Fragen, präzise. Also einerseits, wenn man heute anschaut, wo Sie auch schon diese Vorratsdatenspeicherung gerade haben, ist die Abfragequote oder die Anzahl der Suche extrem unterschiedlich nach Kanton. Also der Kanton Genf macht irgendwie, ich habe es nicht in Zahlen, aber ich denke, es ist über ein Drittel der Besuche kommt alleine aus dem Kanton Genf. Ich denke, das hat nicht damit zu tun, dass Genf jetzt besonders kriminell ist. Es ist auch nicht so, dass dort beispielsweise sehr viel jetzt spezifisch Wirtschaft, Finanzkriminalität wäre. Das zeigt hier, es gibt einen relativ breiten Rahmen des Ermessens, wann diese, auf diese Daten zugegriffen wird oder nicht. Wie beurteilen Sie das und wie wollen Sie dem vorbeugen, dass die Ermessensauslegung nach Genfer Auffassung nicht irgendwann in der ganzen Schweiz um sich greift? Die zweite Frage bezieht sich auf die Bundestrojaner oder zu Neudeutsch Goffware. Da habe ich das Problem, wie kann die Beweissicherheit sichergestellt werden und wie kann sichergestellt werden, dass eben keine unzulässige Beweismittelverwendung von zusätzlichen Beweisen, sei das jetzt Webcam oder eben die große quasi die Online-Untersuchung stattfindet. So, ich bin nicht Jurist, mir ist einfach der Fall Stauffacher DNA-Probenverwertung, die eigentlich nicht mehr hätte dort vorhanden sein dürfen, noch in Erinnerung als, glaube ich, relativ singuläres, aber doch als Beispiel, wo eben Beweise verwendet wurden, die eigentlich nicht mehr hätten verwendet werden dürfen. Was gibt mir da die Sicherheit und wie würden Sie sich dazu stellen, wenn man das nicht nur rechtlich regelt, sondern wenn man sagt, man führt in dieser Gesetzesbehandlung unabhängige, zum Beispiel technische Überprüfung ein, die sicherstellt, dass der Code dieses Trojaners eben wirklich nur diese Sachen überwachen kann, die er auch gemäß Gesetzesauftrag darf und nicht weiter. Gut, zuerst zu Ihrer ersten Frage, Herr Glättli. Genf, da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie das anschauen, Zürich, die Bundesanwaltschaft und Genf sind die Führenden. Weshalb? Ist ganz klar, also ich glaube, wir bezahlen um die 40% der Kanton Zürich. Das ist ganz klar, das sind die drei Zentren, wo am meisten wirklich schwere Kriminalität erfolgt. Die erfolgt nicht in Drogenappenzell, sondern auch nicht in ländlichen Teilen des Kantons Bern, obwohl das auch ein außerordentlich großer und wichtiger Kanton ist. Aber das zeigt sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Der Kanton Genf ist schon immer in verschiedenen Bereichen ein etwas auch in der Strafverfolgung spezieller Kanton, das hat sich immer gezeigt. Aber ich denke auch, dort wird das nicht durch Staatsanwälte, sondern das muss durch den Richter genehmigt werden. Also ich glaube, wir haben die Wirtschaftszentren dort, wir haben die Flughäfen dort, das sind große Anknüpfungspunkte. Und also das verwundert mich nicht weiter. Die Bundesanwaltschaft, denke ich, muss ich hier nicht erläutern. Und jetzt mit Ihrer technischen Frage. Sie haben gesagt, Sie seien nicht Jurist und ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht Techniker. Also irgendwie finden wir uns im abstrakten Bereich. Ich kann Ihnen nur sagen, eine hundertprozentige Sicherheit, das gibt es nirgends. Und wenn es irgendeine Institution gäbe, die das beurteilen könnte, sei sie nur beratend oder so,
wenn das Sicherheit geben könnte, dann würde ich nicht einmal etwas einzuwenden haben. Also weil es ist ganz schwierig, diese Materie, das muss ich auch sagen, als Nicht-Techniker, und da verstehe ich auch Sie, was Sie dazu sagen, zu verstehen, nur einigermaßen auch. Also da, es ist enorm schwierig, ich habe das auch in der parlamentarischen Beratung da erlebt, das Verständnis ist relativ weit weg. Und wir müssen uns mit dem Technischen nicht befassen. Und von daher kann ich Ihnen da einfach keine Antwort geben. Ich kann Ihnen nur sagen, einen Fehler, den kann es überall einmal geben und mit dem müssen wir leben. Wir werden ja dann auch fröhlich dazu kritisiert, zu Recht manchmal, manchmal zu Unrecht, wie man es anschaut. Aber ich glaube, insgesamt kommen wir damit jetzt schon auf die richtige Richtung. Ich glaube, Herr Kletzi hat noch gefragt wegen der Wiederverwendung von Beweismaterial, also ob, wie das zulässig ist oder was damit geschieht. Da kann, also es gibt ja Beweismaterial, das kann nicht verwertet werden. Dann gibt es aber auch noch, das muss man auch sagen, es gibt dann auch noch im Rahmen der Überwachungen die Zufallsfunde, die verwertet werden können. Also da, das ist auch wieder eine sehr detaillierte Frage, aber das ist, wenn es unrechtmäßig erhoben ist, dann kann es nicht verwertet werden. Außer, das gibt so eine Ausnahme, jetzt sei die allerschwerste Tötungsdelikte oder so. Gut, zeitlich sind wir langsam schon am Überziehen. Ich denke, in diesen anderthalb Stunden hätte es sowieso nicht gereicht, das ganze Thema A bis Z. Die Botschaft des Bundesrates ist ja über 100 Seiten lang. Von dem her dort, aber auch in den verschiedenen Pressemitteilungen der Verbände, der Organisationen, sieht man verschiedenste Stellungnahmen. Hat noch jemand von Ihnen ein Abschlussvotum? Ansonsten würde draußen noch ein kleines Abschluss. Ich habe noch eine Rückfrage noch zu dieser Überwachung, wie häufig die Kantone überwachen. Also ich habe jetzt die Statistik da nachgeschaut online, respektive erhalten. Genf hat 45 Überwachungen mit Vorratsdaten pro 10.000 Einwohner. Freiburg hat etwa 20, Neuburg auch, Watt weniger. Zürich ist im Mittelfeld mit etwa 5. Also die Zahlen sind nicht so, wie Sie es sagen. Es ist ein super Peak in Genf und die Frage bleibt für mich, warum? Wenn Sie es nicht beantworten, Sie sind ja nicht Genfer, also vielleicht gibt es da keine Erklärung. Mich würde das doch noch interessieren, falls Sie irgendwann im Nachgang auf eine Erklärung stoßen. Wobei mit Zahlen sich alles sagen lässt, könnte ich nochmals replizieren. Gut, ist das für Sie okay? Dann nehme ich an, das Ganze wird ja noch mehrfach besprochen, zuerst im Ständerat, dann nochmal in der Nationalrätlichen Rechtskommission und dann letztlich nochmal im Nationalrat. Von dem her, das BÜV-Thema wird uns noch länger begleiten, wie Herr Brunner gesagt hat. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für die spannenden Fragen und möchte Sie jetzt auch nochmal einladen im Anschluss am Sachverlag. Edith Richard. Ja, besten Dank, also auch von meiner Seite im Namen der parlamentarischen Gruppe herzlichen Dank und vielleicht noch wichtig zur politischen Debatte. Die Rechtskommission ist zuständig, aber auch wir haben dann ein Mitberichtsverfahren und wir haben hier einige Mitglieder der verschiedenen Kommissionen, Geschäftsprüfungskommission, Verkehrskommission, Sicherheitspolitische Kommissionen. Und ich bin überzeugt, das wird ein Thema sein, in dem wir wahrscheinlich auch in den anderen Kommissionen Mitberichte schreiben werden. Und deshalb möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament bestens für euer Interesse bedanken. Wir haben übrigens parteipolitisch ein wunderbares Spektrum hier abgedeckt. Bei Ihnen ganz herzlichen Dank und jetzt können wir bilateral die offenen Fragen noch beim Abo diskutieren. Ich darf hier mal die besten Nachrichten.